Hallöchen, Freunde, da sind wir wieder zurück beim CLP. Ja, letzte Folge ein bisschen abrupt geendet, ne? Aber ja, der König ist tot. Hoch lebe der König, sag ich mal so. Ralf? Was ist denn mit dem? Der will nicht. Na gut. Hallo. Gilneas wird überleben. Ja, den Bogen hätten wir gerne. Danke. Weil der geht ja nur bis 100. Und wenn du dir mal die Werte anguckst, ne? Ganz klar, nehmen wir das Ding. So. Bringt König Varians Brief zu König Anduin. Klar, per Express sofort. Muss ich ihn da machen? Optional, fliegt auf einem Greif. Nö. Ich will selber fliegen. Aber ich weiß nicht wohin. Na gut, nehme ich doch den Greif. Oh, mit Geleitschutz. Jawohl. Ich bin wichtig. Macht Platz für den Zwerg. Ja, heute wieder alleine unterwegs. Bis wir die erste Artefaktwaffe haben. Glaube ich zumindest. Erste Artefaktwaffe? Bin ich gerade am Überlegen. Ich glaube doch. Die erste Artefaktwaffe müssen wir so holen. Und dann mit Level 100 treffen wir uns. Warte, jetzt muss ich selber mal gucken. Am Hochberg. Sturmheim. Hochberg? Oh Gott. Ich hab's vergessen. Ich hab's echt vergessen, verdammt. Aber ich glaube Hochberg. Der Hochberg war's. Genau, hier da. Nee, nicht Sturmheim. Hochberg. Mann, Mann, Mann. Mein Gehirn. Ist aber auch ein bisschen vergesslich momentan. Naja, ist ja momentan relativ viel zu tun und so. Hallo, König. Da sitzt er. War der nicht mal klein? Naja, ein bisschen älter ist er geworden. Manchmal müssen wir für das kämpfen, an das wir glauben. Hier ist ein Brief. Ein König ist nur so her, wie die Ziele, für die er einsteht. Und jetzt? Sturmwind wird überdauern. Und jetzt, und jetzt, und jetzt? Achso, die reden hier gerade. Schade, dass sie das nicht synchronisiert haben. So, ich stelle mir eben ganz kurz hier, ganz kurz System. Ist das Sound? Ah, nö, müsste eigentlich alles passen. Hoffe ich. Obwohl, warte mal, ein Stückchen. Könnt's vielleicht nur vertragen, so. Hast du denn den Brief jetzt gelesen, Digga? Ihr seid in Sturmwind, immer willkommen. Die habe ich noch gar nicht abgegeben. Ach, Herr Jemini. Nee, den Brief, den haben wir ihm gegeben. Aber wieso geht's jetzt hier nicht weiter? Naja. Überbringt Varians Brief und hört König Anduins. Achso, entschuldige. Achso, die diskutieren gerade über die Horde. Aber die sind ja gar nicht absichtlich abgehauen. Das gibt wieder Streit. Die mussten sich ja zurückziehen. Die hatten genauso wenig Chancen wie die Allianz. Es war unglücklich. So, schön. Ich grüße euch. Ich dich auch. Niemals auf. So, nun? Ah, hier. Oh, der sieht ja nice aus. Fürst Illidan kennt dich. Siegel des Hauses Rinnen, beschützt Burg Sturmwind vor der Legion. Was? Lasst euch nicht von der Macht der Legion überwältigen. Zeig mir. Ah, doch, ja, das sagt mir was, das sagt mir was. Was haben die davon, wenn sie den nächsten König töten? Da kommt der nächste König. Das ist so eine endlose Geschichte, ist das doch. Den sehe ich nicht. Ich brauche ein Ziel. Ich muss nur 5 töten, das ist ja einfach. Vor allem, da ich immer noch meinen Dingsbums hier habe, ne? Ich brauche ein Ziel.
Das macht halt mal ganz nett 100.000 Schaden. Oh, warte mal, was hier? Das Dämonenportal, das muss ich jetzt ausknipsen. Na, dann mache ich das mal. Zum Glück bin ich ein kleiner Zwerg und mich sieht niemand. So, jetzt kann Ralf aber wieder kommen, ne? Genau, Ralf reicht's, der ist jetzt sauer. Mache ich ihn jetzt? Was? Muss ich jetzt zurück? Lalalala. Habe ich alles getan. Und jetzt? Ein König ist nur so her wie die Ziele, für die er einsteht. Ach, warte, hier ist noch ein Portal. Das machen wir natürlich auch noch gleich. So, und weg damit. Wiedersehen. Wir müssen uns gegen die Legion. Eine gerechte Sache ist es immer wert für sie. Das ist ein schönes Schmuckstück. Dafür tauschen wir dann den zuverlässigen Bedrohungsmesser ein. Genau. Yeah! Überlegen, kataklysmisch überragend. Unerklärlich überragend. Was ist das denn hier? Legt in jedem Platz einen Gegenstand. Ah, okay, alles klar. Trefft euch mit dem Repräsentanten der Illidari im... Ja doch, die Illidari, Magierviertel. Okay. Im Magier... Oh Gott, das ist ja ewig weit weg. Kann ich hier rausfliegen? Ich hoffe doch mal schwer. Yes. Und Abmarsch. Da will ich hin. Ich hoffe, der ist nicht irgendwo versteckt in so einem komischen Turm oder sowas. Sondern der steht schön brav vorm Haus, weil sonst finde ich den nicht. Also wenn du das mal größentechnisch vergleichst, ne? Sieht das hier nach viel mehr aus als Orgrimmar. Um einiges mehr. So, hier muss er doch irgendwo sein. Da sind die Flaggen, da ist der Typ. Hi ho. Fürst Illidan kennt den Weg. Dalaran wird belagert. Die Legion versucht uns vom Himmel zu holen. Wir treffen uns in Dalaran, über dem Gebirgspass der Totenwinde. Ich habe einen Plan. Er ist absurd riskant. Aber es ist ein Plan. Und man weiß ja, ein Plan ist ein Plan, ist manchmal auch ein Plan. Jetzt muss ich nur finden, wo die komische Kavest ist. Nehmt das Portal nach Dalaran. Das ist ja schon wieder am anderen Ende. Warum denn auch nicht? Schnarch. Hallo Held. Ich habe schon viel von deinen Taten gehört. Hier, nimm diese Keksdose und bring sie ans andere Ende der Welt. Danke. Hier hast du 5 Gold. Weißt du? So, ein bisschen übertrieben. Ne? Ja, Ich freue mich schon, wenn ich hier, übermorgen ist glaube ich die nächste Aufnahme, wenn wir dann 100 sind und dann in den neuen Gebieten rumtrollen. Freue ich mir. Bis dahin habe ich natürlich noch ein bisschen was zu tun. So, ab nach Dalaran. Flupp. Ach ja, der gute Gebirgspass der Totenwinde, was ich da schon Zeit verbracht habe, um auf Raid-Gruppen zu warten. Das war schön, damals, zu 70er-Zeiten. Ich bin ja gespannt, was aus WoW noch so alles wird. Ich freue mich jetzt erstmal auf Patch 7.2. So viel ist schon mal klar. So. Ich wusste gar nicht, dass Dalaran hier oben ist. Ich habe da ehrlich gesagt auch noch nie hochgeguckt. Was ist denn da unten? Die Mar... Okay. Da ist ja irgendwo... Falscher Knopf. Hier, da muss ich drücken. Da ist ja irgendwo... Hier ist Karazhan. Naja. Jetzt teleporten wir uns erstmal weg. Wo ist er denn? Khadgar, alte Nase. Mach keinen Unfug. Hier? Nee. Dalarans Teleportation beigewohnt. Okay, da muss ich wahrscheinlich doch in die Mitte, da wo der Brunnen ist.
Magierwache der Sonnenherrscher. Ja, momentan sind wir noch so ein bisschen aggro, wa? Okay, da ist kein Brunnen. Aber hier wäre eigentlich mal ein Brunnen. So, moin! Es liegt viel vor uns. Los geht's. Ohne euch. Ich finde das krass, dass die Raumschiffe haben. Bürger Azeroth. Am heutigen Tage wenden wir das Blatt. Am heutigen Tage erobern wir unsere Welt zurück. Und schicken die Legion wieder in die Hölle, aus der sie stammt. Unser Ziel ist klar. Die Säulen der Schöpfung erwarten uns. Auf den verheerten Inseln. Ob das dieselbe Energie hatte, als wir damals die eine Insel zerbombt haben? Ach nee, das war ja gar nicht hier im CMP, sorry. Aber da gab es bei Horde-Seite mal eine Quest, dass man mit einer Arkan-Bombe eine Insel wegbombt. Fand ich sehr lustig. Hallöchen, willkommen in neuen Dalaran. Was kann ich für euch tun? So, Dalaran Teleportationsstein und ein Volland des ruhigen Gemüts. Seid vorsichtig. So, und hier sind wir nun. In Dalaran. Und hier kann man natürlich nicht fliegen. Wie soll es auch anders sein? So, als allererstes schaue ich einmal zum Lederhändler und zum Lederlehrer. Genauso wie zum Kirschnerfuzzi. So, legendäre Lederreihen. Was wird euch hierher? Harthäutig. Sammelt 20 Stücke Stahl. Ja, ja, machen wir. Natürlich. Was kann ich für euch tun? Nee. Mögen eure Reisen sicher sein? Da ist er. Was führt euch hierher? Okay, auch alles bekannt. Auf bald. Was ist das denn hier? Hallo Fogi. Die Zeit ist gekommen, gegen die Legion zurückzuschlagen. Die Weiten des Jägers. Sprecht mit Emarel. Was? Emarel, Schattenwächter in Dalaran. So, wo finden wir den? Da hinten. Das sieht ja geil aus. Das will ich auch haben. Ach nee, das kostet, glaube ich, 100.000 Öcken oder so, ne? Ah, da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen sparen. Da muss ich noch ein bisschen viel sparen. Da lang. Die Kammer des Wächters. Was sind wir denn jetzt eigentlich? Immer noch 98. Super. Ich glaube, ich mache das dann über Quests, über Instanzen, dass ich noch level. Schneefeder hat meine Botschaft überbracht. Ich auch. Wir brauchen euch. Wer schießt denn hier Sachen rum, sag mal? Das ist gefährlich. Untersucht die Hinweise auf die drei Artefaktwaffen. Wir sind ganz Azeroth verpflichtet. Jack, sind wir. So, hier gibt es irgendwo den ersten Hinweis. Oder ist der oben? Hier da. Seid gegrüßt. So, erster Hinweis. Ich schaue immer gerne mal, ob denn hier Pepe irgendwo in der Nähe ist. Der Brillenträger Pepe. Das ist ja ein heißes Ding. Ah nee, das ist unbesiegbar, oder? Das fehlt mir auch noch. Da muss ich auch noch hier und da einmal in die Eiskron-Zitadelle. Pepe? Nee. Wir müssen alle unsere Pflicht tun. Viel Glück. So, ich werde mir natürlich im Laufe sämtliche Artefaktwaffen zulegen, weil es einfach besser ist, während des Questens sich die Artefaktwaffen zuzulegen, weil es noch relativ einfach ist. So, da komme ich doch gar nicht hin, oder? Achso. Hier schon. Moinsen. Aber wen fragt ihn da? Wir sind nie allein. So, jetzt haben wir Plüsch-Elek. Ich mag den voll, den Plüsch-Elek. Der macht so lustige Geräusche. Halt. Nein, kein Pepe.
So, hier sitzt er auch nicht auf dem irgendwo rum. Nee, weil der sitzt nämlich auch mal ab und zu auf einer Theke. So. Bald beginnt der Kampf. Wählt die erste Artefaktwaffe aus, nach der ihr suchen wollt. Tierherrschaft, Überleben, Treffsicherheit. Wir sind natürlich ein treffsicherer Hunter. Als er aus dem Sonnenbrunnen zurückgeholt wurde, streitet der Bogen Macht aus. Talanas empfang große Ehre beim Anblick dieser Gabe. Er nannte die Waffe Tastorat, Ehre des Waldes. Titanblitz. Kabam. Nee, wir nehmen das hier. Yo. Ishnu Allah. So, sprecht mit Kurier. Was? Leichensporn. Andetoras Ethil. Gesundheit. Sprecht wieder mit mir, wenn ihr nach Dalaran zurückkehrt. Wir haben viel zu besprechen. Jo, machen wir. Aber bevor ich mit dir dann rede, werde ich wahrscheinlich mit meinen Homies reden. Moinsen, Männers und Frauensen. So, als erstes hier einmal Luftlandepunkt. Weil denn das Luftreisen hier per Flugmeister wird wahrscheinlich wieder public werden. Salonfähig oder WoW-fähig, solange wir noch nicht fliegen können. So, fliegt mit dem Hypografen von Krasus Landeplatz der verheerten Küste und trefft euch dort mit. Ja. Strebt nach Frieden, aber seid stets kampfbereit. Ja, ich geh da mal. So, ich bin echt gespannt, was mich erwartet. Oh, wir haben immer noch hier unsere Buffs. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Bis wohin fliegen wir denn? Ah, okay. Irgendwo dort. Was ist denn das? Ah, ja, okay. Ich war hier auf der Insel, weiß ich nicht, ich glaube noch gar nicht. Bin mir aber nicht so hundertprozentig sicher. Ich habe einen Dämonenjäger mal kurz angespielt, so die erste Stunde oder was. Muss sagen, absolut overpowered Klasse. Aber ganz schick. So. Aufsitzen und abreiten. Ich wittere eine Falle. Mein Bogen ist bereit. Einen Dämon könnt ihr nicht trauen. Gedenkt derer, die wir verloren haben. Wenn er lügt, rollt sein Kopf. Aber spricht er tatsächlich die Wahrheit, dann müssen wir es versuchen. Wir kämpfen gemeinsam. So, na dann schauen wir mal, was wir tun müssen. Auf ein Wiedersehen. Meine älteste Schwester Aleria ist seit Jahren verschollen. Einer unserer gefangenen Dämonen gab an, dass sie auf einer Legionswelt namens Niskara von irgendeiner Inquisition festgehalten wird. Ihre Rückkehr wäre von unschätzbarem Vorteil. Gebt es zu, Virisa. Diese Mission ist persönlich. Alerias Wissen über die Legion könnte einen endgültigen Sieg bedeuten. Unser Ziel ist es, einen strategischen Vorteil zurückzugewinnen. Mehr nicht. Mhm. Ich sollte euch begleiten. Sollte es eine Falle sein, werdet ihr Rückendeckung brauchen. Nein, Orestes. Ich werde keine weiteren Leben riskieren, bevor wir nicht sicher sind, dass Aleria dort ist. Ich traue dem Dämon nicht. Aber vielleicht ist das die einzige Chance, eine wertvolle Verbündete zu retten. So, reist durch das Portal und rettet Aleria Windläufer. Einmal werden wir Azeroth retten. Die Legion Portal? Muss aufgehalten werden. Magus Sonnauge, erfüllt den Portalkristall mit Macht. Mach mal. So, na dann, auf geht's. Befehle ausführen. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Da kommt ihr trotzdem mit. Naja, warum nicht? So. Spielt die Anhöhe vor euch aus und beseitigt. Von Orestes. Er ist stur, aber er müsste doch genug Verstand haben, hier auf uns zu warten. Na, wer weiß. Die Anhöhe dort hinaufsteigen und sehen, womit wir es zu tun haben. Mit Dämonen nehme ich an. Ein Wachposten. Vernichtet ihn, bevor er Alarm schlägt. Beschwörer, nicht stehen bleiben, da kommt noch mehr. Wir brauchen Verstärkung. Ja, von mir aus. Warte. Was soll ich denn hier machen? Achso, ich muss ganz hoch. Entschuldigung. Weiter geht's. Portalmagier, schaltet sie aus, bevor sie Verstärkung rufen. Ich brauche ein Ziel.
Das ist also die Verstärkung hier. Ihr habt die Beschwörer überlebt. Welch Entschlossenheit. Schade, dass ihr unsere prächtige Kathedrale nicht mehr erleben werdet. Das Gebäude in der Ferne muss die Kathedrale sein. Geht voran, ich bin hinter euch. Okay, dann schauen wir mal, ob wir die ausmanövrieren können. So viel zum Thema, du bist hinter mir. Dummbeutel. So, wir nehmen einfach mal mit, was geht jetzt. Hauptsache Erfahrungspunkte. Geben die überhaupt welche? Oh ja. Und Loot. So, ich muss mal gucken, dass ich hier möglichst schnell durchkomme, solange ich meine Buffs noch habe. Weil dann sollte das alles relativ leicht vonstatten gehen. So, kommst du, Schnuffel? Was geht hier ab? Da, dort vorne. Es ist Orestes. So, du kannst Knurren mal anmachen. Solange wir hier alleine unterwegs sind, stört das nicht. So. Und deine Ausrede fürs Nichtkämpfen ist... Im Bogenschießen bin ich unübertroffen. Das ist aber keine Ausrede. Orestes! Hütet euch vor der Herrin der Hunde. Warum? Wie praktisch! Ich kann das nicht anhalten. Eure kleine Gruppe gibt eine großartige Mahlzeit für meine Hunde ab. Kaum mehr als ein... Ich glaube nicht. Aber ich weide eure Würde aus und hole mir euren Kopf für das, was ihr getan habt. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Wer wird meine Lieblinge füttern? Mit Heilung hast du es nicht, ne? So. Und jetzt? Wir werden euch hier rausholen, Orestes. Irgendeine Spur von Aleria? Nein, aber hab es nicht zur Kathedrale geschafft. Meine Wunden. So kalt. Ob er stirbt? Orestes. Versuch zu... Orestes! Viel Glück, Freunde. Rettet... Aleria. Sterbender Schwan. Im Licht, Orestes. So, betretet die Kathedrale und bezinkt. Haltet euch für würdig, die Kathedrale zu betreten? Oh. Dann kommt und lasst euch prüfen. Okili, dokili. Kommt. Suchen wir Aleria und setzen dem ein Ende. Muss ich jetzt auf die Mrs. hier wieder warten oder was ist mit der? Wo ist sie denn? Ach, da oben muss ich lang. Entschuldigung. Ja, ich kenne mich hier nicht so aus. Ich kann dieses Ziel. Ich brauche ein Ziel. So. Hier muss ich, glaube ich, irgendwie ein bisschen Geschick beweisen. Super. Rennt du nur durch. Kein Thema. Der Buff ist echt Gold wert, sag ich mal. Ansonsten würde ich bestimmt nicht so viel Schaden machen. So, schnell aufgesessen. Aber ich bekomme ja gar keinen Schaden. Okay. Auch gut. Gekauft. Wir haben es fast geschafft. Kämpft weiter! So, ach, da steht noch einer. Ich brauche ein Ziel. So, jetzt aber hier, Kollege Herold Xabizult. Hier steht, dann jetzt werde ich euren Wert ermessen. Ich bin einiges wert. Kann sogar nicht zahlen, Digga. Da brennt's. Ich gebe mein Leben. Ich werde es genießen, dieses Monster zum Schweigen zu bringen. So viel erduldet, um eure kostbare Aleria zu retten. Tretet vor und streicht eure Belohnung ein. Jack! Die
Die Inquisition sieht alles. Und cool. Wahrheit, jede Lüge. So. Was ist mit den Frostteilen hier? Muss ich die auch kaputt machen? Okay, geht ja zum Glück schnell. Gnarf. Ich dachte eigentlich, ich schaff's vielleicht noch in der Folge. Och, was machst du denn, du Dummbatz? Komm jetzt. Das scheint der Verhörbereich zu sein. Ach, so sieht ein Verhörbereich aus, okay. Was habt ihr mit Aleria gemacht, Monster? Noch eine Windläufer. Nein! Für meine Sammlung. All die Geheimnisse, die ihr mir verraten werdet. Ich glaube nicht. Kümmert euch nicht um mich. Rettet Aleria! Diese ihr weigert euch aufzugeben. Klar, ich bin Krieger, Digga. Trefflich. Ich bin eingefroren. Ahnen, dass die Hochelfen derart beharrlich sind. Er dringt in meinen Geist ein. Oh, shit. Okay, ich bin gleich wieder hier. Ich brauche hier Ralph. Und dann will ich Loot. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt gegen die kämpfen muss. Jetzt bin ich auch noch gestorben hier. So, und jetzt? Und jetzt? Gute Frage. Muss ich da lang? Nee, ich muss... Was soll ich denn jetzt hier? Bezwingt hoch und seine Augen. Achso, seine Augen muss ich auch noch. Also das heißt... Das da und das da. Wo ist sie? Ich konnte spüren, wie diese Augen in meine Seele starrten. Hättet ihr mich nicht befreit... Genug. Ich muss wissen, ob Aleria wirklich hier gefangen gehalten wurde oder ob uns das nur in die Falle locken sollte. Tja, das finden wir gleich raus. Was ist das denn hier? Ehrenloses Ziel. Na komm, leg einen Zahn zu. Beim Licht. Da, ihr Bogen. Tastora. Ja, wenn sie nicht hier ist. War hier. Ihr Bogen ist der Beweis. Zweifellos ist sie entkommen und der Inquisitor wollte mich als Köder benutzen, um sie zurückzulocken. Ja, und jetzt? Tastora war ursprünglich ein Familienerbstück, aber die Waffe dient jetzt einem höheren Zweck. Mhm. Ein Bogen, würdig einer Heldin wie Aleria, eines Champions wie euch. Nehmt Tastora, führt Azeroth mit ihm in eine sichere Zukunft. Okidoki, dann ein legendärer Bogen für mich. Tastora. Ich weiß, Alerias Bogen ist in guten Händen. Ah, Tastora gleich auch. Die Andringlinge! Erobert die Kathedrale zurück! Klingt, als ob wir bald überrannt werden. Überlassen wir diesen elenden Ort den Dämonen. So. Wollt ihr nur mal gucken, was Windstoß macht? So, und dann verschwinden wir von hier. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das Laden funktioniert. Ah, funktioniert. Sehr gut. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir das nächste Mal weiter. Vielen lieben Dank fürs Einschalten und bis dahin wünsche ich euch was. Macht es gut und Tschüssikowski.